Münchner Hannes. Na, wo bitte? Schmeckt's? Nicht schlecht. Nimm doch noch ein paar. Danke. Als Marschverpflegung. Da hinten wartet nämlich die Heidelberg mit Schnellfracht. Die Vorschleuse. Wie geht's Ihrer Frau? Ah, danke. Die stellt das ganze Haus auf den Kopf. Wir kriegen nämlich Logierbesuch. Lass mal noch ein Stück von der Tapete frei. Meinst du, dass es ihm so gefällt? Wirst du ja sehen. Er ist ja ein halbes Jahr bei uns. Mutti, er war doch früher schon mal hier. Wie war er da eigentlich? Du, das ist schon 5 oder 6 Jahre. Er war auch bloß ein Nachmittag. Ich weiß nur, dass ich den Kopf voll hatte, weil du mit Masern im Bett lagst. Dann ist es hier so, als ob ich einen richtigen Bruder hätte. Ja, dann dreht sich nicht mehr alles um dich. Aber was ist, wenn er mich nicht leiden kann? Ach, daran würde ich gar nicht denken. Du gibst dir doch so viel Mühe, dass es ihm hier gefällt. Sie, zur Schleuse bitte. Immer geradeaus. Wie weit ist denn das noch? Nur so 15 Kilometer. Gibt's ja keine Abkürzung? Ja, sicher. Na, 300 Metern links ab. Dann weiter bis zum Schild Durchfahrt verboten. Da fahren Sie durch. Und dann immer geradeaus und dann ist es die dritte. Ja, die vierte. Ja. Rechts ab und dann immer weiter. Dann kommen Sie genau her. Ja, danke schön. Sie können aber auch geradeaus fahren. Ja, schön, danke. Du, Vati, von hier aus kann man auch das Wasser sehen. Wollen wir mal sehen, wer eher unten ist, ja? Ah, bei deinen Wettkämpfen habe ich doch keine Chance. Hey, das ist unfair! Ah. Prima hier. Dort drüben beginnt der Kanal und dahinter liegt gleich die Schleuse. Aha. Meinst du, dass er wirklich sehr streng ist? Ich hoffe, dass er dir die Hammelbeine lang ziehen wird, wenn du nicht reparierst. Und sie? Ich glaube nicht, dass sie dir so viel durchgehen lässt wie Mutti. Na, Hauptsache, sie tobt nicht so, wenn wir mal ein bisschen dreckig oder später nach Hause kommen. Meinst du, dass sie mir auch mal Blutwurst mit Kartoffelpüree macht? Ja, warum nicht? Du musst sie nur darum bitten. Hm? Kannst du das nicht für mich machen? Sag mal, Michael, du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Naja, ich bin doch so fremd da. Pass auf, es wird dir noch so gut gefallen, dass du überhaupt nicht mehr nach Hause zurück willst. Was ist denn eigentlich hinter der Schleuse? Ein anderer See. Und dann? Dann kommt ein Fluss. Wohin fließt der? Der mündet ins Meer. Direkt? Direkt. Naja, wenn ich es mal nicht aushalte, ziehe ich meine Badehose an und schwimme durch den Fluss zu euch übers Meer. Ja, aber das muss ich dir vorher noch erklären, sonst verschwimmst du dich. Mutti und ich sind nicht einfach geradeaus hinter dem Meer. Es geht ja noch um ein paar Ecken rum, weißt du. Vorbei an Inseln und Buchten. Naja, ich weiß, dass dieses Wasser nicht zu euch fließt. Hey, Vati, komm mal her. Ob der jemanden gehört? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer den verloren hat, wird froh gewesen sein, dass er los war. Vielleicht kann man den noch mal reparieren. Ja, aber der bricht dir doch nach den ersten paar Metern Fahrt auseinander. Wieso? Der sieht doch noch ganz stabil aus. Ja, da hinten hat er doch einen riesen Leck. Müsste man sich mal ansehen. Vielleicht kann man da was mit Polyester machen. Was willst du mit dem Kahn anfangen, ne? Wenn man am Wasser wohnt, man schließlich doch ein Brot. Wie heißt denn das? Frecher Herbst. Ach, und du meinst, das wäre das Richtige für mich? Ja. So, jetzt kann das nicht mehr lange. Sag mal, was denn hier los? Ist hier was ausgelaufen? Du, haben wir noch irgendetwas für einen Herrn in besseren Jahren? Aber natürlich, mein Herr. Sag mal, hör auf, hör auf, hör auf. Was ist denn das? Schwarzer Büffel. Oh. Schwarzer Büffel. Sie sind da. Und ich riech wie ein schwarzer Büffel. Ja, da seid ihr ja. Ihr wart schon überfällig. Wir wollten schon die Küstenwache, Stanley. Willkommen, alle Jungen. Herr Greiner. Herbert, bist groß geworden, du. Ja, du aber auch. Ja, daran ist sie schuld. Ja, groß. Ach, Herbert. Das ist unser Leichtmatrose. Willkommen an Bord, Michael. Tag, Frau Michael. Tag, Herbert. Ja, das war nur der offizielle Teil. Ja.
Wollen wir mal die Ladung löschen? Habt ihr was mit? Mhm. Habt ihr den schon gegessen? Nein, wir sind durchgefahren. Ja, prima, wir haben nämlich gewartet. Ja, ich habe auch noch eine Flasche Wein aus. Das ist wunderbar. Ja, von früher den. Ne? Da habe ich mal. Ja, natürlich. Da schleppt sich der Michael mit den schweren Koffern. Du bringst ja den großen Koffer hoch. Ei, ei, sorry, aber vorher können wir vielleicht diesen Koffer noch ausreden. Ne? Aber, ach, bitteschön. Schön, dankeschön, Michael. Micha, das Päckchen. Ach, hab ich beinahe vergessen. Soll ich die Blumen schon ins Wasser stellen? Du, das wäre lieb von dir. Hab ich dir mitgebracht. Dankeschön. Nett von dir, Michael. So, und jetzt zeige ich dir erstmal dein Zimmer. Ja, also dann, Prost, Herbert. Prost. Was ist denn das? Das kennst du nicht? Nee. Schwarzer Büffel. Aha. Man kann ja von hier aus die Schleuse sehen. Hoffentlich stören dich die Schiffssignale nicht. Hier fängt der Betrieb schon morgens um 5 Uhr an. Oh, das finde ich prima. Und da kommen deine Sachen. Und das? Da kannst du Schularbeit machen. Man kann hinkommen, wo man will. Den Ärger hat man überall. So, wenn du fertig bist, kommst du runter. Das war noch Zeit, ne? Guck mal, Fati. Oh, das war hübsch. Ich wollte eigentlich immer mal sehen, wie so eine Spieluhr von innen aussieht. Also da unten sind 2 Schrauben. Unser Plätteisen hatte damals auch nur 2 Schrauben. Sag mal, Herbert, was baut ihr eigentlich da oben? Hm? Eine Brücke. Ah. Unten für Autos, oben für Schienenverkehr. 2-stöckig. 2-stöckig? Du sagst es. Prost. Die Spieluhr ist prima. Hat meine Mutter besorgt. Gefällt dir das Zimmer? Ja, ist schon gewucht. Und die Bilder? Von dir? Hm? Danke. Fahren deine Eltern weit weg? Nach Finnland. Bist du traurig, dass du nicht mitkannst? Wär doch auch alleine fertig. Wenn du Lust hast, kannst du mit mir mitkommen. Ich bin im Chor und im Tennisverein. Sind da auch jung? Ein paar. Weißt du, ich will mit dem Kanu und ich habe einen gesehen. Da, wo die Straße dicht am Ufer vorbeiführt, da liegt einer. Ziemlich demoliert, aber den mache ich mir wieder flott. Das brauchst du nicht. Wir haben 2 Boote und dann noch einen Angelkahn. Ich will aber was Eigenes haben. Du, wie spät ist es denn eigentlich? Ich schätze 2:30. Um 3 Uhr fährt mein Vater zurück. Tja, auf Wiedersehen, Ruth. Und nochmals vielen Dank, dass ihr Michael aufgenommen habt. Wir werden uns schon vertragen. Wenn Sie mir das in einem halben Jahr sagen, glaube ich Ihnen. Ach, wir kommen schon klar. Kein großen Bahnhof, Herbert. Kurz und schmerzlos. Ahoi und gute Fahrt. Auf Wiedersehen, Brigitte. Sag mal, ist ja manchmal Blutwurst mit Kartoffelbrei. Ja, manchmal. Zum Monatsende. Ja, dann ist es gut. Wiederschauen. Vergesst nicht zu schreiben, ja? Natürlich. Und sag Mutti herzlichen Dank für den Gürtel. Den habe ich gleich gefunden, ja? Gib dir ein bisschen Mühe in der Schule und blamier uns nicht. Und wenn es ein bisschen schwieriger wird, gehst du zur Brigitte, die hilft dir bestimmt. Und denk dran, Briefmarken zu schicken für mein Album, ja? Mach ich. Du, Fati, mir gefällt's hier. Wir rufen dich morgen vom Flugplatz aus nochmal an.
Und wann? Die Maschine geht am Abend um 8.40 Uhr, gegen halb acht also. Vergesst es aber nicht, ja? Bestimmt nicht. Wiedersehen, Vati. Halt die Ohren stark, mein Junge. Komm, ist doch noch was drin. Ja, eben. Sag mal, soll ich Michael mein neues Schlauchboot zeigen? Ah, lass mal. Na, warum denn? Ja, weißt du, halbes Jahr weg von zu Hause, schließlich kein Pappenstiel. Ne? Na, ist das so, Muttersöhnchen? Was meinst du, was mit mir los war, als ich das erste Mal als Schiffsjunge an Bord ging? Sag bloß, du hast geheult. Und ob? Komm, lass ihn lieber. Morgen hat er bestimmt seinen seelischen Kater verdaut. Alles! Ja! Gut, halt doch ab! Morgen, Herr Wuttig. Ja, Michael, gut geschlafen. Ja. Ist ja doll was los hier. Ja, Stimmung muss sein, ne? Aber guck dir das mal an. Die kleinen Boote werden hier über Land gefahren. Das geht schneller, ne? Hannes! Wie viele Schiffe schaffen Sie in so einer Stunde? Oh, das kommt auf die Größe an. So Stücker 6 bis 10, ne? Ist ja eine Menge. Hängt auch davon ab, ob Hannes mitmacht. Ist was? Also, das ist mein Gehilfe Hannes und das ist Michael, unser Logierbesuch. Tag. Ja. Wie hoch heben Sie denn hier die Schiffe? Ziemlich hoch. Ja, ja. Und das bringst du jetzt ins Schleusenhaus. Also das kommt auf den Pegelstand an, nicht? So circa 2 Meter. Hm? Kostet das Schleusen auch was? Natürlich. So eine Schleuse hat auch Betriebsunkosten, ja, ja, ne? Ja, Michael, was meinst du denn, warum haben wir hier die Schleuse, ne? Ja, also der Fluss, der fließt den Berg ab und da ist eine Schleuse gebaut, damit das Schiff nicht den Berg hochfährt und... Naja, so ungefähr, nicht? Ja. Aber nun ist das so, auf vielen Flüssen können Schiffe fahren, ne? Ja. Aber wenn das Gefälle von den Flüssen zu stark ist, dann würden sich Stromschnellen bilden, nicht? Und da kann dann höchstens ein Paddelboot fahren, nicht? Also deswegen versucht man jetzt den Wasserpegel vom Oberwasser und Unterwasser anzugleichen. Ja. Da baut man eine Stufe. Verstehst du? Aber da die Schiffe ja nun nicht eine Stufe rauf und runter klettern können, muss man eine Schleusenkammer dazwischen setzen, nicht? Mit 2 Toren, damit das Wasser, der Wasserpegel, angeglichen wird. Und das eine Schleuse. Ja, und da habt ihr noch eine Schleuse, ja? Nee, das ist das Wehr. So ein Wehr hat jede Schleuse. Pass mal auf. Der Pegel vom Oberwasser, ja, der ist nicht immer gleichmäßig. Ja. Bei Regen steigt er und bei Trockenheit sinkt er. Wenn wir jetzt das Wehr nicht hätten, würde bei starkem Regen das Wasser oben über die Ufer drehen. Naja, weil sich das ja vor dem Schleus vorstaut. Genau, und darum haben wir das Wehr, um den Wasserpegel zu regulieren. Klar? Klar. Schön, die Führung geht weiter. Ja. Ich glaube, jetzt wird es den ganzen Tag zuschauen. Na, dazu hast du ja ein halbes Jahr Gelegenheit. Ja. Hallo. Wir kriegen Gesellschaft. Ich habe schon ein paar Mal gerufen, aber ihr hört ja nichts. Naja, hier ist so ein Krach. Na, Kinder, ich muss was tun. Amüsiert euch schön. Ne? Danke. Ich habe dir deine Jacke mitgebracht. Ist doch nicht kalt. Ja, aber wir fahren doch bald los. Die Räder habe ich schon rausgestellt. Sag mal, muss das sein? Hier ist es doch so interessant. Können wir das nicht heute Nachmittag machen? Heute Nachmittag kommt doch meine Freundin. Wann soll ich den Kahn holen? Den zertöpferten? Na, der schwimmt ja schon nicht davon. Na schön. Aber du, eins muss ich dir sagen. Rumkommandieren lasse ich mich nicht. Warum muss ich eigentlich dabei sein, wenn deine Freundin kommt? Weil sie dich doch kennenlernen soll. Was meinst du, wie neugierig die ist? Weißt du, was sie da gesagt hat? Nein. Du bist doof. Ach ja? Da habe ich natürlich auch gesagt, du bist ja doof. Das kann man sich doch nicht gefallen lassen. Aber eins sage ich dir, die kann vielleicht lange warten, bis ich wieder mit der rede. Noch was Süßes? Nee, danke. Also, bei mir ist jetzt Feierabend. Dann können wir ja eigentlich was Schönes spielen. Na, ich muss... Kann ich mal in die frische Luft gehen? Ich habe nämlich so viel gegessen. Komm aber gleich wieder. Wir räumen inzwischen schon den Tisch ab. Na, wie gefällt er dir? Klasse. Ob er kommt, wenn ich ihn zu meinem Geburtstag einlade? Na klar. Wir müssen uns irgendeine Überraschung für ihn ausdenken. Dann freut er sich.
So ganz ohne Eltern ist doch schwer für ihn. Ach, die Mädchen amüsieren sich gut. Und du nicht? Also, drei auf einmal, das fällt einem auf die Nerven. Danke, Huttig. Kannst mir ja ein bisschen Gesellschaft leisten. Ja, ich wollte an sich rüber zum See. Da liegt ein alter Kran. Ah, ja, ich weiß schon. Ja, ja, der vergammelt da seit dem letzten Herbst. Ja, ob jemand was sagt, wenn ich mir den hole? Ach was, der gehört einem Angelverein. Die wollten den sowieso verbrennen. Ja, vielleicht kriege ich den wieder hin. Sieh mal zu. Du musst immer hier die Kanalstraße runtergehen. Ja, ich weiß schon Bescheid. Na schön. Hast du auch ein Paddel? Nee. Na, geh mal in den Schuppen, da liegen noch welche. Und nimm dir einen Eimer mit. Du musst deine Yacht erstmal trockenlegen. Schönen Dank. Und pass auf, dass du dich absäufst. Immer schön am Ufer bleiben, dann kann nichts passieren. Mach ich. Eine Gemeinheit ist das, uns so sitzen zu lassen. Na? Ihr spielt ja gar nicht. Wo habt ihr denn euren Kavalier gelassen? Der ist abgehauen. Dabei wollten wir gerade ein neues Spiel anfangen. Hat er nicht gesagt, wo er hin wollte? Er sagt, er will frische Luft schnappen. Dann war er weg. Naja, vielleicht braucht er ein bisschen länger dazu. Der ganze schöne Nachmittag ist futsch. Na na. Ihr werdet euch doch wohl ohne ihn amüsieren können. Habt ihr doch früher auch gemacht. Aber wenn er denkt, dass er noch mal mit uns Kaffee trinken kann, dann hat er sich geschnitten. Die Damen sind richtig giftig. Ja, die werden sich schon wieder beruhigen. Ach, die haben sich doch so gefreut. Der Junge muss sich doch erstmal ein bisschen hier umsehen. Ich glaube, du freust dich richtig, dass du Verstärkung gefunden hast, was? Und ob? Endlich mal ein zweiter Mann im Haus. Ich habe ihm sogar einen Paddel gegeben. Oh, du, das lass aber nicht Brigitte wissen. Die frisst dich auf. Ihr liebevollen Frauen und wir undankbaren Männer. So ist es. Das Wasser schon bis oben hinstehen. Ist bald soweit. Na schön. Dann steigen wir rüber. Ja. Dann nehmen wir deinen Kutter, den Schleppen. Ja. Glauben Sie, dass da was zu machen ist? Den kriegen wir wieder hin. So, und die Planke, die wechseln wir aus. Ja? Dann wird das Ganze gefährt. Dann sollst du mal sehen, wie der wieder schwimmt. Ist das Ihr Boot? Ja, das ist meine Fregatte. Wo kommst du eigentlich her? Von der Schleuse. So, da habe ich dich aber noch nie gesehen. Ich bin ja auch erst seit gestern dort. Ach, du bist das. Ja, da weiß ich Bescheid.
Brigitte hat mir von dir erzählt. Ich glaube, wir werden was abkriegen, oder? Ja, sieht so aus, nicht? Komm, pass mal mit an. Ja. Hannes? Ja? Hast du die Kanalwacht angerufen? Ja, das Wetter kommt zu uns rüber. Dann lass mal erstmal die Passagierdampfer durch. Ne? Mach ich. Du bist Michael zurück. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Im Radio ist gerade eine Sturmwarnung durchgegeben worden. Wenn der Junge nun draußen mit dem Kanu rumpaddelt. Ja, da soll ich ihn einfangen, ja. Was? Na schön, ich fahre ihm entgegen. Mach du so lange an der Schleuse weiter. Denkt jetzt richtig an. Komm mal an. Mit rein in die Arme. Ist ja eine richtige Wohnung hier. Jawohl. Ich finde es voll geil. Ist ja ein schönes Tier. Ja, Leporello aus Südamerika. Setz dich mal, Junge. Danke. Wohnen Sie immer hier? Immer. Sommer und Winter. Saporello. Ist ja toll. Wahnsinn. Oh, manchmal nicht so ganz bequem. Auf dem alten Kasten. Kein Strom, ja. Nicht, kein Telefon. Wasser muss geholt werden. Aber sehr romantisch. Als ich so alt war wie du, da bin ich von zu Hause aus gerissen. Und was ich in der Schule versäumt habe, das habe ich unterwegs gelernt. Auf Schiffen und im Urwald. Sie waren im Urwald? Jawohl. Ich habe einen Amazonasdampfer gefahren. Wir haben die Gummisammler in die Zapfreviere gebracht. Und dann haben wir uns mit Indianern rumgeschlagen. Hoffentlich kommen meine Eltern bald zurück. Und hoffentlich bringen sie Michael mit. Na, der kann was erleben, wenn er kommt. Also überall gewesen sind. Da möchte ich auch mal hin. Ja, na Junge, die Zeiten, in denen man mit nichts als mit Sehnsucht im Herzen die Welt erobern konnte, die sind längst vorbei. Wer heute seinen Weg gehen will, der muss sich auf den Hosenboden setzen und büffeln. Nicht? Ich weiß. So, jetzt wollen wir einen Happen essen. Wie spät ist es denn das eigentlich? Mal gucken. Kurz vor sieben. Was? Ich muss schnell los. Da kommt er mal aus dem Fenster, Mensch. Das gießt ja. In einer halben Stunde rufen meine Eltern an. Ich kann sie hinterher ein halbes Jahr lang nicht mehr sprechen. Sie fliegen nach Finnland. Und für mich bitte einen heißen Tee. Tee wünscht der Herr. Aha, ich wünsche, du würdest dich erst mal entschuldigen. Entschuldigen? Wofür denn? Das weißt du ganz genau. Du hast uns sitzen gelassen. Naja, ich wollte ja gleich wiederkommen, aber bin in einen Sturm geraten. Tornado. Ja, Taifun. Orkan. Ja, Hurricane. Blitzart. Das finde ich urkomisch.
Meine Eltern sind seit einer Stunde unterwegs und suchen dich. Ach je, aber das tut mir wirklich leid. Typisch Jungs, machen solchen Blödsinn und dann sagen sie, tut mir leid und damit gut. Und Michael war bei mir auf der Fregatte. Ja, und der Kommandant, der will mir helfen, den Kahn wieder flott zu machen. Dein Kahn kann mir gestohlen bleiben. Auch gut. Was rücksichtslos gegen meine Eltern? Was? Und gemein zu mir. Entschuldigung, aber das höre ich mir nicht länger mit an. Ein typisches Einzelkind. Ja, ja. Ganz im Gegensatz zu dir, ne? Ist er hier? Nein, er ist nicht da. Sein Kram war auch nicht mehr da. Kaputtig! Kaputtig! In deinem Zimmer brennt aber Licht. Wie ist denn das passiert? Ach, das ist mir so aus der Hand gerutscht. Ach, wir haben Besuch. Ist Michael da? Ja, oben. Das war eine Aufregung. Oh, sowas könnte ich jetzt auch vertragen. Ja, ich auch. Oh, ist von meinem Rumpf vielleicht noch was da? Ich bin nicht zu sprechen. Ich bin beim Glock. Brigitte, wurde ich guten Abend? Für Michael. Wir hatten heute Nachmittag ein kleines Unwetter. Michael, in Ordnung. Heute Nachmittag im Haus und am See. Vati, du sollst mal. Ja, gib mal her. Hallo, Herbert. Ja. Na, seid ihr schon auf dem Flughafen? Ja. Michael. Oh. Der Junge hat uns ganz gut unterhalten heute. Entschuldige, oh, war nichts, ne. Ja, also Herbert, dann ja, wünsche ich euch einen guten Flug, ne? Aber ganz langsam, ja. Ja, jetzt gebe ich dir mal deinen Jungen, ne, hier, Michael. Tag, Vati. Hm? Alles klar, ja. Am schönsten, die Schleuse. Und du, ich hab mir den Kahn geholt. Der ist ganz prima, den mache ich mir wieder toll hin. Hm? Hm? Also, dann, ja, ich denke an euch. Also, Vati, hm? Wiedersehen. Hallo, Mutti. Hm, gut. Hm? Ja, wir ziehen uns gerade um. Zum Abendbrot. Hm? Ja, verspreche ich dir. Und... ja, also, Mutti, gute Reise und, also, Wiedersehen, Mutti. Tschüss. Jetzt fliegen sie gleich ab.